Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Jo, ich glaube, wir haben viele Tiere. Und ein Tier ist hungrig. Wer ist denn hungrig? Die Miezetatze. Die wird schon überleben. Auch wenn sie sich da gerade versteckt. So, wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Also, dass der Händler jetzt gerade geht. Nein, wir hatten ja probiert, Terraforming. Grundsätzlich, wo war es? Da war es. Grundsätzlich funktioniert, dauert natürlich ewig. Denn, wow, wir haben ganze 61 Erde. Da krümmt man nicht Beute. So, aber, ich wollte ja noch was anderes. Moment, was schneidet er? Oh, die Apfelbäume. Oh gut, dann macht mal. Ich wollte ja noch was anderes machen. Ich wollte ja als erstes gucken und dann denken und dann tun. Denn wir haben ja viele, viele Schafe. Dann zwei. Und die Schafe möchte ich ganz einfach mal. Ist nicht das vielleicht ein Stück näher? 19 und das ist 19, ist egal. Na, einfach mal das da weg. Kerberos nein, Bojo nein. Sie weg. So, was denn noch? Na, jede Menge Schafe und ein bisschen Rotwild. Gott gesagt, bin ich, der kommt auch weg. Bertrand und Quickham. Die sollten das schaffen. Und die nehmen noch ein bisschen was an. Nehmt einfach. Nehmt 300 Äpfel mit. Jetzt Waffen nehmen, weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Kohle, Kräuter, mich wundert es, dass Quark nicht viel wert ist. Scroll, scroll, scroll. Ich habe es heute gelesen, man kann aus den Kadavern wunderschön die Trophäen basteln, aber ja, ich glaube, das habe ich deaktiviert. Müsste man mal gucken. Bienenwachs haben wir ja überhaupt nicht viel. Zack, nehmt es mal mit, geht mal los. Das ist das eine. Wer ist denn jetzt erschöpft? Ja, ist nicht schlimm, wenn der jetzt erschöpft ist. Der geht jetzt auf Wanderschaft. Rennt weg. Aha, gut. Dann, wenn der jetzt unterwegs ist, wir können ganz einfach mal schauen, ja. Hier in der Küche, ich glaube, hier war das. Nein, ich habe sogar Trophäen eingestellt. Also hier die Antwort auf die Frage, wie viel Fleisch ich eingestellt habe. Unendlich.
Und noch sind 4 Trophäen, nee, 8 Trophäen eingestellt. Macht nur keiner was. Jo. Aber ganz ehrlich, unser Lager sieht nicht mal so voll aus. Das war schon mal voller. Hat mir nicht noch, wo ist der denn? Sind beide aufgebrochen, gut. Die Frage war ja dann noch, reichen oder reicht ein Koch? Also ich habe jetzt so Schmieden gezeigt, ja. Ja, ich habe sogar auch 2 Köche eingestellt, ja gut. Brauchen wir dann eigentlich nicht so viel. Wer ist denn jetzt wieder erschöpft? Ist die denn eigentlich? Naja. Ja. Also ich weiß nicht, ich komme mit der Nahrung dazu gesagt ab einem bestimmten Punkt eigentlich relativ gut klar. Na, wir haben jetzt ja gut, 800 Gerste ist natürlich da habe ich lieben gerne sehr, sehr viel von Gerste. Ach ja, und erweiterte es. Also Gerste ist das, was ich am liebsten habe. Denn es gibt natürlich dann auch genug Stroh. Stroh. Heu. Futter. Da. Ja, und Heu habe ich natürlich eigentlich jede Menge da. Apropos Heu. Ach, die Katze rennt jetzt hier. Guck mal, hier ist Futter. Na, da braucht die Katze nur hingehen. Futter. Also ich möchte jetzt eigentlich, dass die Ziegen hier hinten aufs Hin bringen, damit die Katze wenigstens was zu fressen hat. So, die buddeln. Wo buddeln die jetzt hier? Die Fläche, ja, genau, hier ging es um Erde. Genau. 2 Haufen Erde. Also einfach um irgendwo mal doch einiges zu sammeln in Erde. Und dann, es war ja der Wunsch, das Tiergehege etwas schöner zu machen. Und außerdem möchte ich hier natürlich auch noch einiges hinbauen. Sagen, wie weit sind wir eigentlich hier? Wir haben Fasane. Zähmen. Ich meine, ich weiß nicht, was uns das bringt, aber der Almanach sagt uns das schon. Bla bla bla, jagt man ihn am besten. Kein besonders schlauer, aber ein Schma. Ach so. Ja gut, also Fasan, ja. Können Sie mal zähmen. Wenn nicht, dann nicht. Ah, so. Man muss schon bei den Tieren sind. Wir wollten eigentlich.
habe ich da hier extra was gebaut. Wow, das sind schon richtig viele Hasen drin. Eine Karawane. Nun ist die Frage, klappt das? Schau an, das kaufen die auch. Und ja, ich schmeiß die jetzt mit jeder Menge Zeug zu. Ich möchte wirklich, dass... oh, die wollen gar nicht alle Tiere. Dass wir mit den Prozenten so weit wie möglich... Dann nehmen wir halt das Schaf als Vorrat. Na, also mir geht es eigentlich darum, dass ich mit 3264 Punkten eventuell... Genau, jetzt sind sie neutral. Perfekt. So, und neutral ist natürlich der Vorteil. Der Wert müsste jetzt sinken Richtung 0. Und damit hat man von einem Bund der Wölfin keine Angriffe mehr. Ist zumindest das, was ich mir erhoffe. Ob es funktioniert, wird man sehen. Ein kleiner anderer Vorteil ist natürlich, dass ich bestimmte Doom war? Nein. Ne, gut. Ich wollte gerade sagen, dass... Oh, wer hat denn hier? Okay. So viel zum Thema Doom war. Was wollte ich denn davor sagen? Ich hatte jetzt schon Angst, dass ich die Tiere verkauft habe, die ja uns eigentlich alles transportieren. Und Queen. Zack, 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 zack. Wo läuft er jetzt? Also das ist eine Sache. Diese Rettungsaktion, die man immer wieder... Nein. Bau die Treppe. Also die Rettungsaktion, die man immer wieder machen muss, wegen genau solchen Sachen. Also ich verstehe es nicht. Theoretisch auch auf die Frage, warum bei mir Kadaver immer wieder zu Kompost werden. Nein, zu Knochen werden die jetzt bin. Das liegt daran, ja, ich müsste einen dritten Koch einstellen. Aber warum? Ja. Ganz ehrlich, die zwei lasse ich jetzt mal machen. Upsa. Wie weit sind die eigentlich hier? Oh. Also heute bin ich dann doch etwas sprunghaft. Zack.
Ja gut, was soll's. Und dann brauchen wir nur noch 1, 2, 3. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das so nicht geht. Tastenbelegung vom falschen Spiel. So, was hier? Karawane ist not. Naja. Das ist schön. Gut, damit haben wir jetzt die Krypta fertig gebaut. Bunter Wölfin sollte uns nicht mehr angreifen. Blub, kommt eine Handelskarawane her. Genau. Und ja, den Rest schauen wir erstmal. Warte ich. Kann es sein, dass wir kein... Mitzitat ist tot. Wer sie nochmal anschauen möchte. So, und Brigham, was ist mit dem los? Brigham ist bestimmt erschöpft. Ja. Wird aber dann auch gleich klappen. Genau, also wir haben unsere Katze verloren. Wir haben jede Menge Tiere verkauft. War heute ein bisschen durcheinander, Entschuldigung dafür, aber ja, wir sind ein Stück weiter gekommen. Um es kurz und knapp zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao, ciao.